Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delanistan. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dela Kochstudio. Wir haben ein Problem. Ich habe Appetit auf Burger. Das Problem ist aber, unser McDonald's ist abgebrannt. Sehr lustige Geschichte. Ändert aber nichts daran, dass ich Bock auf Burger habe. Deswegen habe ich den Mann einkaufen geschickt. Aber irgendwie habe ich keine Lust auf Burger. Und deswegen habe ich beschlossen, wir machen heute Big Mac Salat. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür einmal ein Burger Patty eurer Wahl. Das kann ein veganes Patty sein, das kann ein normales Patty sein, völlig egal. Ihr braucht Burgerbrötchen, also ich habe jetzt wirklich für den gesamten Salat eins genommen, das reicht völlig. Aber das ist Geschmackssache. Genauso mit dem Patty, da könnt ihr eins nehmen, da könnt ihr zwei nehmen, je nachdem wie ihr wollt. Ihr braucht außerdem eine große Tüte Cheddar. Außerdem braucht ihr eine Zwiebel, ihr braucht Tomaten, ihr braucht normale grüne Gurke, ihr braucht kleine saure Gurke und ihr braucht am besten schon vorgeschnittenen Eisbergsalat. Und für die Soße braucht ihr dann ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayo und ich habe genommen die Hotdog-Soße von Devlays. Ihr könntet die aber wahrscheinlich auch einfach ersetzen durch Senf und Gurkenrelish oder sowas. Ja, wie gehen wir vor? Wir fangen erstmal an, indem wir in der Heißluftfritteuse unser Fleisch, unser Burger Patty, ein bisschen braten. Zur gleichen Zeit könnt ihr in eurem Toaster die Burgerbrötchen schon mal antoasten. Das muss nicht allzu kross werden. Die Brötchen nutzen wir dann tatsächlich so ein bisschen wie Croutons. Aber wie gesagt, das Krossheitselement ist euch überlassen, wie gerne ihr das mögt. Ja, nachdem ihr diese zwei Sachen quasi gemacht habt, den Patty gebraten und die Brötchen getoastet, schneidet ihr jetzt alle eure Zutaten in kleine Würfelchen. Ich würde empfehlen, die Zwiebel und die sauren Gürkchen noch etwas kleiner zu schneiden als den Rest. Aber wie gesagt, ihr schneidet jetzt den Salat, wenn er nicht schon vorgeschnitten ist. Ihr schneidet die grünen Gurken in kleine Würfel. Ihr schneidet die sauren Gurken in kleine Würfel und die Zwiebel in kleine Würfel. Und das schmeißt ihr dann, genauso wie das klein gewürfelte Fleisch und die klein gewürfelten Brötchen, zusammen in eine Salatschüssel und habt damit schon mal eure Salatbasis. Außerdem schmeißt ihr jetzt 3/4 von eurem Cheddar in diese Salatschüssel und rührt das alles schon mal gut um. Ja, und damit habt ihr jetzt eigentlich den größten Teil eures Salats schon fertig. Und jetzt geht's eigentlich um die Wurst, jetzt kommt das eigentlich Spannende, denn ihr macht jetzt die Soße. Die Soße ist eigentlich keine große Zauberkunst, aber es ist trotzdem erstmal eine Idee, auf die man kommen muss. Ihr nehmt einmal zu gleichen Teilen Ketchup, Mayonnaise und eben entweder Senf und Gurkenrelish oder diese lustige Hotdog-Soße von Devlays, die ich genommen habe. Und schmeißt da das letzte Viertel von dem geriebenen Cheddar mit rein. Und außerdem nochmal von den klein gehackten sauren Gurken. Und außerdem noch ungefähr einen Löffel von den klein gehackten Zwiebeln. Beides habt ihr ja schon für den Salat vorbereitet und dann nehmt ihr euch einfach jeweils ungefähr einen Löffel voll von weg. Nehmt das, wie gesagt, in gleichen Teilen, tut es in ein Glas, rührt es durch. Dann gebt ihr noch je nach Geschmack Pfeffer und Salz dazu oder Paprikapulver. Alles angewürzt, was euch so in Kram passt. Aber ich würde es an dieser Stelle tatsächlich eher simpel halten. Thank you.
So, das Ganze verrührt ihr jetzt dann einfach. Und der Trick ist, dass ihr das kurz bevor ihr den Salat esst, nochmal so für, ganz unterschiedlich wie eure Mikrowelle ist, aber für 10, 20 Sekunden in die Mikrowelle stellt, damit der Käse in der Soße so ein ganz kleines bisschen anschmilzt. Ja, und nachdem ihr das dann getan habt, schmeißt ihr das einfach in eure Salatschüssel und rührt es nochmal durch und ihr habt einen perfekten Big Mac Salat. Wir hören uns. Lasst es euch schmecken. Bis später.